Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich habe gerade das Unboxing, bin gerade reingekommen, habe Briefkasten voll gehabt und habe gerade das Unboxing von der Kiezbrühe gemacht, die ich von True Vapes bekommen habe, also von befreundeten YouTubern. Und ihr habt nach dem letzten Mal, wo ich Katzenklos gezeigt habe und da habe ich einfach nur gezeigt, was ich mir gekauft habe. Und da habe ich ganz viele Zuschriften bekommen, ob ich sowas nicht öfters mal zeigen kann, wenn ich in der Stadt war, mir irgendwas gekauft habe. Oh, Entschuldigung, mir läuft gerade die Brühe. Wenn ich in der Stadt war oder wenn ich mir bei Amazon oder irgendwo was Schönes gekauft habe oder allgemein, was jetzt nicht gerade irgendwie mit Lebensmitteln zu tun hat. Und das mache ich jetzt hiermit. Ihr seht hier, habe ich einen Stapel. Ich werde erstmal hier oben anfangen. Habe ich mir bei Netto geholt für 2,99 Euro das Stück. So ein Silberbarren. Also einer ist noch verpackt, den lasse ich auch noch verpackt. Zwei habe ich schon ausgepackt. Das sieht dann so aus. Ja, das spiegelt sich auch richtig schön. Gibt es in Gold und gibt es in Silber für 2,99 Euro. Und das Plastik mit so Gumminäppeln. Das ist so ein Türstopper. Ja, da habe ich dann halt einen im Wohnzimmer, einen im Schlafzimmer. Und dann habe ich mir noch einen dritten auf Reserve geholt, falls ich für das Kinderzimmer oder für Küche oder Badezimmer sowas auch mal brauchen sollte, habe ich dann auf jeden Fall ihn auf Reserve. Dann habe ich heute auch ganz frisch gekauft für meine Tochter, weil waren ja Zeugnisse. Und da hat sie sich was Schönes verdient und da habe ich ihr so Bettlaken geholt. Ich werde mal so machen, da könnt ihr das vielleicht besser sehen. Ja, da ist denn, oder warte mal, so kann ich das besser ran. Ja, also nicht wundern, das sind keine zwei kleinen Kopfkissen. Das sind, wo steht denn das? Hier, das ist ein Kopfkissen 80 x 80 cm und Bettdecke 135 x 200 cm. Kissenbezug, Bettbezug steht drin, jeweils einmal. Aber so sieht es halt aus von, ich mach mal so, sieht man doch besser. So sieht es halt auf einer Seite aus und auf der anderen Seite, da ist halt so eine Art Fee oder so sollte es sein, so eine kleine Pummelfee. Nee, pummelig ist er nicht, so eine kleine Fee. Und da dann halt auch mit Blümchen und rosa und so eine Fee mit rosa und so. Und das werden wir nachher auch gleich bei meiner Tochter dann auf Bett ziehen. Also ich und meine Tochter. Da wird sie sich freuen. Dann habe ich geholt, das hat gekostet, achso, ja, das hat gekostet 12,99, glaube ich. Hatten sie auch für Jungs mit irgendwelchen Baufahrzeugen und dann hatten sie noch mal eins mit Pferden, aber das war ausverkauft. Und ich hätte sowieso das geholt, weil das schöner aussieht. So, und für Mädchen, also für Mädchen, für größere Mädchen hatten sie das dann halt noch mit Pferden und so, aber das war leider ausverkauft, sonst hätte ich vielleicht so jetzt zwei gekauft. Dann habe ich das gekauft. Ja, das ist was zum Anhängen, da seht ihr das da. Die vier Sachen sind da drauf. Also mit bei, das ist, wartet mal, so, kann ich euch mal zeigen. Hier seht ihr dann praktisch hier für, ja, für Salz, Pfeffer und sowas alle. Da oben ist sowas zum Rinn, zum Hängen, wo man ja, Kochbesteck drin machen kann, sowas alles. Und dann ist noch mit bei so ein einfaches Brettchen, wo man mal drauf packen kann und was für die Rolle. Habe ich jetzt auch schon ausgemessen. Ihr werdet es nicht glauben, man muss sich nicht aussuchen, was von den vier Sachen man hängt. Ach, und Haken sind auch noch mit bei. Haken sind auch noch mit bei. Das kann man sich individuell anpassen, wie man sich das machen will, weil von diesen Stangen, die ihr da oben seht, wo das hier dran hängt, wartet mal, seht ihr da? Da. Die Stangen hier, wo dran hängt, davon sind vier Stück. Also ich habe auch ausgemessen. Das ist, was steht denn hier drauf? 14-teilig steht, 39 cm circa und ist auch knapp 39 oder 39,5 oder sowas in dem Dreh ist es auch. Ich habe mal so eine Stange ausgemessen und die habe ich mal ausgemessen. Das passt bei mir fast über die ganze Länge von der Wand. Da ist links und rechts so ein kleines Müh übrig, aber da kann ich das schön auseinanderruppen, dass ich das dann so ein bisschen Lücke dazwischen habe. Und dann passt es schon, dass ich dann auch nochmal so einen normalen Haken ranbohren kann oder so. Und da kann ich dann halt, habe ich mir überlegt, hier logischerweise, das werde ich dann in der Nähe vom Herd machen. Und da habe ich dann noch die Haken, die werde ich auch noch ranmachen. Da kann ich dann auch noch Zeug aus dem Schubfach rausräumen, was ich dann so anhängen kann. Dann werde ich das in der Nähe vom Herd natürlich hinmachen, wo ich das Zeug reinlegen kann. Ist das das? Nee, das ist nicht, das ist die Rolle. Das werde ich da hinpacken. Da kann ich Salz und Pfeffer und so und Öl und so hier ranhängen. Und
Also die Behen. Und dann beim Waschbecken werde ich dann die Behen hinmachen. Das ist einmal eine Rolle für die Rolle und einmal das. Da kann ich dann Lappen und Fit und so rauflegen. Und dann kommt das von unten nach oben. Oder ich packe das dann doch in die Mitte hin und lege da die Butter rauf. Was ich da mache, weiß ich noch nicht. Und dann habe ich auch noch, glaube ich, weiß ich wie viele Haken, 5 oder 6 Haken, die ich hier ranmachen kann, auch noch einzeln, wo ich dann noch ein bisschen Besteck ranhängen kann. Und dann passt das alles schon. Kommt die Küche auch gleich noch ein bisschen aufgeräumter. So, und dann wartet jetzt auch schon mal wieder für das Video. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ich werde auch kein Unboxing oder was weiß ich schreiben, weil ich boxe ja nicht an. Ich schreibe dann nur Einkaufsvorstellungen oder so. Ich habe mir noch keinen Plan gemacht, weil so eine Kategorie habe ich ja noch nicht, aber viele von euch haben das halt gefragt. Und ich war halt bei Netto, heute ist der, ich habe irgendwo mein Handy gehabt. Ich habe mein Handy gehabt. Wo ist mein Handy? Auf dem Tisch. Auf dem Tisch ist mein Handy. Heute ist der 16. glaube ich. Freitag, also heute ist der letzte Schultag gewesen. Heute ist glaube ich der 16. Mal. Ich nehme mal mein Handy, dass ich euch das genau sagen kann. Heute ist der 17. Der 17. Juli. Also wenn ihr zu Netto wollt, das haben sie, also das und das haben sie noch. Das war das letzte, was ich gekriegt habe. Ich weiß nicht, müsst ihr gucken, ob ihr noch was kriegt. Ja, vielleicht haben sie das nicht so doll eingekauft. Das ist wohl aus der letzten Woche schon. Da habe ich noch, das habe ich aber da ja nicht gesehen gehabt, sonst hätte ich das schon vorher gekauft. Und dann habe ich halt noch das und das. Das ist in diesem, der Silberbahn, da ist bei Netto so ein schwarzes, zwei schwarze Kartons. Da steht alles für 2,99 drauf und da sind die drinne. Gold, Silber und noch irgendwas. Müsst ihr gucken, ob sie das denn noch bei euch haben. So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, wenn ich öfter sowas machen soll, wenn ich irgendwie zwischendurch mal irgendwas gekauft habe, sagt Bescheid, dann vielleicht mache ich sowas doch mal öfters. Das ist jetzt mal hier die Probe. Und mal gucken. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.